Hey Leute, hier euer P-Mal aus dem Off. Ich weiß, ganz ungewohnt. Ich habe diese Episode hier gerade aufgenommen und geschnitten. Und ich muss sagen, vieles davon fühlt sich nicht gut für mich an. Ich mag es nicht so zu spielen. Ne? Also ganz wichtiger Appell an alle Leute unter euch. Gebt hier gerne mal ein paar Tipps. Haut gerne in die Tasten, wenn irgendwas super Cooles da am Start wäre, wo ihr denkt, ey, das kann der P wirklich schaffen. Hier sind jetzt einige Anhaltspunkte von wegen, was wir schaffen können und was nicht drin. Ja, es wurde ab und zu neu geladen, es wurde rausgefunden, wie die Dietriche funktionieren in Verbindung mit Neuladen. Und genau dieses Neuladen ist nicht ganz meine Auffassung davon, wie man solche Spiele spielen sollte. Na, und deswegen tut's mir an der Stelle leid, seht's mir irgendwo nach. Ich hoffe, dass es die einzige Episode ist, in der wir auf sowas zurückgreifen müssen. Ich hatte einfach das Gefühl, abgesehen davon hatten wir keine Chance mehr, an Erz ranzukommen. Niemand hat mehr Erz. Diejenigen, die Erz haben, kaufen nichts von uns. Was sollte ich noch großartig machen? Na, bevor das Let's Play dann nicht weiterläuft oder ich weiterhin massiv frustriert bin und wie ein Depp von A nach B renne, ohne zu wissen, wo ich noch irgendwas rausholen kann, dachte ich mir, ich mach's jetzt einmal so. Fühlt sich räudig an. Sagt gerne, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß damit. Und hoffentlich bis dann in Episode 20, die dann sehr viel cooler wird. Denke ich. Hoffe ich wirklich eh nicht. Bis jetzt nach wie vor ein Hammer-Game, aber hier hatte ich echt das Gefühl, viele andere Möglichkeiten sind mir nicht geblieben. Ich wünsche euch was. Viel Spaß bei der Episode und wie gesagt, übt bitte etwas Nachsicht. Ich schäme mich schon genug dafür. Na, wie gesagt, es fühlt sich nicht gut an. Und jetzt, na, viel Spaß. Hä? Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Gothic Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich habe sehr hart Bock. Ich muss allerdings sagen, ich bin ein bisschen am Ende mit meinem Latein, wie man so schön sagt. Ne? Ich wüsste echt nicht, was wir noch großartig machen könnten, um an Geld ranzukommen. Na, vielleicht muss ich mich echt mal einfach mit ein paar Leuten schlagen und die ausplündern oder dergleichen. Ich hoffe, dass wir dabei niemanden töten, der irgendwie wichtig ist oder so. Mir wurde nahegelegt, dass es da solche Finisher-Moves gibt und dergleichen. Die lassen wir natürlich außen vor und klauen denen erstmal nur ihre Waffen und ihr Erz. Wir haben uns jetzt hier vollgeheilt. Ich würde sagen, so speichern wir direkt nochmal schnell ab. Na, überschreiben wir das hier. Überschreiben wir das hier. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir hier irgendwas reißen können. Ich wage es vehement zu bezweifeln. Aber komm, testen wir mal. Let's go. Ah, mein Schuss verpufft da. An dem Gebüsch, oder wie? Jaco? Soll ich dir aufs Maul hauen? Hä? Ich kann da nicht reinschießen. Du. Aber er kann auf mich schießen? Nee, das verpufft da auch. Dann schieß mal all deine Pfeile leer. Richtiger Auto-Turret, der Jaco, oder? Meint er, er hat unendlich Pfeile? Alter, er hat auf jeden Fall einen krassen Bogen, finde ich, oder? Seine anderen Jungs haben auch noch nicht so wirklich Bock, irgendwas zu tun. Jaco, wie sieht's aus? Was zum Teufel machst du hier? Das frage ich mich jetzt gerade auch. Alter, die Two hitten mich hier wieder raus, als gäb's keinen Morgen, ja. Also, nennt mir eine Welt, in der ich das schaffe, ohne 200 Mal neu zu laden. Danke für das Erz. Ich trinke einen auf dich mit. Okay. Die Waffe sieht brauchbar aus. Stark. Er nimmt uns also Erz und Waffe ab und wir haben hier absolut keine Chance. Ja, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass wir da was ausrichten können. Na? Gucken wir uns mal eine andere Geschichte an. Wir könnten uns schlagen mit. Ihr habt gemeint, eigentlich macht man das immer so. 12-mal Wasser verteilen und danach fährt man Schlitten mit dem. Mit Lefty war das, oder? Ja, ich glaube, allmählich komme ich mit den Namen zumindest ein bisschen klar. Gucken wir bei Lefty vorbei und schauen mal, ob ich den verprügeln kann. Auch da habe ich das Gefühl, dass der viel zu strong für uns ist. Vielleicht bin ich auch viel zu kacke, das kann natürlich auch sein. Allerdings würde ich behaupten, wenn die dich mit 3-4 Hits nackig machen, klar, na, kann schon sein, dass man das gewinnen könnte. Aber wie gesagt, ich sehe für ein Let's Play dieses Safe-Game-Abusen jetzt nicht unbedingt so sehr. Wisst ihr, wie ich meine, dass ich jetzt davor speichere und sage, ja, ja, wir versuchen das jetzt 20 Mal und irgendwann werde ich ihn schon besiegen durch irgendwie Glück, einen Bug oder er ist irgendwie stuck gegen eine Wand und ich hau ihn da kaputt. Das kann schon sein, aber ansonsten sehe ich da nicht viel Chance. Na, hatte ich es nicht letztes Mal eh schon nochmal probiert? Ich weiß gar nicht. Nee, oder? Lefty hatten wir noch nie probiert. Nee, Quatsch. Okay, dann hier, Lefty, wie sieht's aus?
Sollen wir uns schlagen? Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Und er hat direkt Bock. Er legt los, meine Waffe ist doch nicht gezogen. Holst du die jetzt raus? Danke. Ganz ruhig. Alles weg mit der Waffe, weg da! Langsam, langsam, du hast... Okay, wir hauen Lefty dumm. Langsam, du hast gewonnen. Ja, also ich weiß jetzt ja nicht. Wir könnten das schon irgendwie gewinnen. Na, aber... Lieber würde ich dich umbringen. Aber das Erz ist auch nicht schlecht. Ja, meine Waffe nimmt er mir auch. Natürlich. Also Leute, weiß ich ja nicht. Na, Stand jetzt habe ich gerade das Gefühl, wir kriegen überall auf die Fresse bei allem, was ihr mir empfehlt. Wir können es gerne nochmal testen. Diesmal ziehe ich die Waffe direkt und wir gehen so rein. Weg mit der Waffe, hey du, weg damit! Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Mhm. Ich mag es nicht, wenn es nirgendwo Erz zu holen gibt. Okay, das kann man packen, aber guckt euch den Damage doch an, den er macht. Der haut mich dumm. Tu das nie wieder. Half-Life, wisst ihr, wie ich meine? Ja, ihr habt recht. Ich könnte das jetzt 900 Mal machen und irgendwann würde ich es gewinnen. Witzig. Aber wisst ihr, wie sich das anfühlt? Ja, genau. Nicht unbedingt sonderlich nach Triumph, sondern eher nach wow. Na, hab halt ausgenutzt, dass das Spiel tickt, wie das Spiel tickt und dann vielleicht gerade so gewonnen oder so. Durch Glück, einen Bug, einen Vorteil oder was weiß ich, aber... Ich weiß ja nicht. Mir wäre es sehr viel lieber, wenn ich einen scheiß Dietrich finden würde. Irgendwo in dieser doch sehr, sehr großen und sehr gefüllten Welt muss doch ein Kack Dietrich rumliegen. Na? Und wenn wir da einen hätten, bin ich guter Dinge, könnten wir ein paar Kisten leer plündern und hätten vielleicht irgendwann mal wieder Erz. Dann würde ich mir für den Anfang doch die erste Stufe Einhand-Combat holen, weil ihr meint, dass das super geil ist. Aber statt jetzt habe ich einfach das Gefühl, hier läuft nichts. Jetzt testen wir mal ihn. Vielleicht können wir ihn verhauen. Na? Er will ja offensichtlich Stress und scheinbar mischt sich da ja keiner ein, wenn man euren Aussagen da trauen darf. Testen wir es. Ich gehe das jetzt alles durch. Ich meine, ne, sind gewissermaßen eure Tipps und ich wäre jetzt am Ende allmählich, ne, mit was wir noch so machen und so. Na, wie sieht's aus? Weg mit der Waffe, weg damit! Shrike ist verärgert. Na, komm her. Ha! Okay, ja, vielleicht könnte man den gerade so irgendwie packen. Starker Block von mir, finde ich. Ah. 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 Naja, weiß ich jetzt nicht. Ja, vielleicht haut's gerade noch so hin, oder? Yo. 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 Okay, starker Kampf. Und jetzt darf ich hier seine Keule looten und darf ich den auch ausplündern? Ja, ich nehme dir alles ab. Ja, mit Alt, oder? Nee, ich darf irgendwie nicht alle nehmen. Und seinen Bogen nehme ich ihm auch. So, und das ist jetzt okay. Aber Erz hatte der jetzt halt auch keins dabei, ha? Huh? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Okay. Und jetzt? Also wisst ihr, wie ich meine? Was habe ich jetzt verdient? Ich meine, klar, jetzt habe ich mehr Sachen, die ich nirgendwo verkaufen kann. Cool. Lief doch ganz gut. Okay, der war machbar. Gerade so, würde ich behaupten. Ne? Schwierig, schwierig. Ich muss auch sagen, nach wie vor, na, es wurde unter der letzten Episode viel kommentiert, ah, die drei Leute hier mit diesem, wie hieß er, der da gemeint hat, wir machen da gemeinsame Sache und hauen die weg. Sorry, never in a lifetime hätte ich gegen drei Leute bestanden. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß nicht, ob ihr da einfach zu harte Pro-Gamer seid oder ich ein zu harter Lappen oder eine Mischung aus beidem, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir da irgendwas abziehen können, so, na, also wirklich nicht. Naja, jetzt heilen wir uns hier erstmal wieder voll. Ich glaube, die würde ich gerade auch noch snacken. So. Schon gut, schon gut. Und was ist jetzt mit dir? So, der ist jetzt halt angepisst und das... Hä?
war's, oder? Wohne ich jetzt hier? Ist es jetzt cool, dass ich hier zugegen bin? Darf ich jetzt da rein? Hey, du! Ja, bitte? Darf ich hier an die Truhe? Du mieser Dieb, ich will dich leiden sehen. Okay, und machst du jetzt was? Er prügelt jetzt, okay. Das heißt, ich hau den jetzt nochmal, oder wie? Der Kampf ist entschieden. Und jetzt gehe ich an seine Truhe und mach den leer. Sowas macht man in Gothic, oder? Da holen wir uns immerhin nochmal 6 Erz raus. Stark. Hä, und sowas ziehe ich jetzt einfach ab, oder wie? Ist es das, wie man hier in Gothic lebt? Ich meine, der Arme, wisst ihr, wie ich meine? Er hat doch auch nichts. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Hey, Shrike, das tut mir ehrlich leid. Bin ich ehrlich mit dir? Na, ich will doch nicht, dass es so läuft, aber ich habe doch keine andere Wahl. Okay, ja, na? Jetzt haben wir immerhin schon mal ein bisschen mehr Erz. Mir wurde noch in die Comments geschrieben, ich könnte bei Graham noch gucken, ne? Hier im alten Lager. Der ist ja auch ein Händler, verkauft zwar nur Karten, aber vielleicht hat er noch ein bisschen Erz und kauft irgendetwas von dem, was wir haben. Könnte man mal testen. Ansonsten soll ich wohl einfach mal ein paar Leute verprügeln. Alle sind gerannt wie die Hasen. Also ich habe das Gefühl, wenn ich die Söldner prügel, hauen die mir so auf die Schnauze, als gäbe es keinen Morgen. Aber vielleicht gibt's hier ja noch so ein paar Banditen oder so, ne? Waren da nicht auch welche am Start? Söldner, Marvin. Vielleicht soll ich mich einfach mit ein paar Leuten prügeln. Hier, da sind doch Banditen. Oder auf die schlage ich jetzt einfach ein, oder wie? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Die Waffe! Langweilige Waffe. Ja, natürlich, gell. Mal bring ich dich um. Was die so drauf haben. Weiß ich ja nicht. Okay, der nimmt mir wieder alles ab und meine Waffe. Du hast bestimmt nichts dagegen, wenn ich etwas Erz behalte. Ja, und meine Waffe, oder? Na also. Waffe. Gehört sie dir? Nein? Okay. Na, dem hast du es aber gezeigt. Ja. Also Leute, ich weiß ja nicht. Na, ich weiß jetzt echt nicht, was hier meine Mission sein soll. Ich habe nicht das Gefühl, dass das uns irgendwas bringt. Der hat jetzt auch Grundpuls, oder? Der ist jetzt immer sauer auf mich. Aber bald wird dich Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das jetzt unser Way to go ist, oder? Das könnt ihr mir doch jetzt nicht erzählen. Ja, P, schlag doch einfach alle Banditen K.O. oder so. Nee, so kann das nicht laufen. Meine hart verdienten 6 Erz lasse ich jetzt so auch nicht auf der Strecke, sonst kommen wir hier ja nie vom Fleck. Was mache ich denn jetzt? Wir könnten nochmal zu Graham rennen. Schauen, ob der noch irgendwas hat. Na, verzeiht auch, dass das jetzt so eine Episode ist, aber ich muss euch ehrlich sagen, wie es ist. Ich wüsste jetzt nicht, welche Möglichkeiten ich noch großartig habe. Niemand kauft meinen Stuff. Selbst wenn den jemand kaufen würde, hat niemand Erz. Ich brauche aber Erz, um irgendwie krasser zu werden, um mehr Erz zu verdienen. Mir wurde mehrfach zugetragen, geh doch in die Arena. Das ist immer lustig, ne? Ich habe diesen Tipp vernommen. Allerdings, wenn ihr das unter Episoden kommentiert, die schon lang produziert sind und weitere Episoden noch rauskommen, die ebenfalls schon produziert waren, bringt es nichts, wenn ihr mir diese Tipps mehrfach gebt. Ich habe das vernommen, ich verstehe das, wir können das gerne machen. Nur kann ich das natürlich erst dann machen, wenn ich Erz habe. Und auch natürlich erst dann, wenn ich eine neue Aufnahme starte. Ja, in den schon produzierten Sachen kann ich natürlich schlecht auf eure Kommentare reagieren im Spiel. Das geht natürlich nicht. Was sehen meine Augen da? Eine Chest. Da komme ich doch rüber, oder? Passt mal auf. Kann ich hier was tun? Oder ist die verschlossen? Und jetzt? Abgebrochen. Ich hatte einen Dietrich? Und wie funktioniert das? Da gibt's kein Tutorial oder so? Keine Dietriche mehr. Das ist nicht dein Ernst. Really? Okay. Leute, ich muss euch ehrlich sagen, ne? Also, ich hoffe, das ist die eine Episode, in der ich so spiele. Ich hoffe es. Ich hoffe es innig. Wirklich. Na, ich will so nicht spielen. Mir macht das so keinen Spaß. Kein Bock, ständig neu zu laden, nur um hier irgendwas zu scheißen, aber wir haben gerade keine andere Wahl mehr, finde ich. Na, also, sorry, es geht nichts. Ich kann nirgends etwas verdienen. Ich kann nichts tun. Wir haben jetzt einen Dietrich und jetzt muss ich mit diesem einen Dietrich hier, ja, das ist mein Tod. Jetzt muss ich mit diesem einen Dietrich hier rausfinden,
wie ich eine Truhe knack. Weil erklärt werden tut es einem nicht. So, wie finde ich das raus? Wie mache ich das jetzt? Soll ich das offscreen machen? Weil, sorry, es macht doch keinen Spaß, mir jetzt hier 20 Minuten dabei zuzugucken, wie ich vielleicht oder vielleicht auch nicht rausfinde, wie man diese Dietriche nutzt, oder? Weiß ich ja nicht. Hm. Vielleicht war die Definitive Edition für den Anfang auch einfach eine blöde Idee. Na, wäre unser Erz und so nicht so knapp, dann hätten wir vielleicht eher eine Chance, mal irgendwas zu tun. Aber naja, jetzt speichere ich hier nochmal und teste das mal eine Weile. Na, wir sehen uns gleich, wenn ich rausgefunden habe, wie das geht. Hä? Okay, well, ich dachte jetzt, das dauert hier ewig, bis ich das rausfinde. Ich habe einmal A gedrückt und dann D gedrückt und das war scheinbar die richtige Kombo. Glaubt's mir jetzt oder nicht, aber das war basically der erste Versuch, nachdem ich gesagt habe, oh, ich finde das schnell raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, ja, well, das hat doch super geklappt. Das ist ein Dietrich. Ja, klasse, okay. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Dietriche. Damit können wir arbeiten. Na, schade, dass ich hier nicht mit Alt alles rausnehmen kann. Zumindest konnte ich ja früher mit Alt in den Inventaren, beziehungsweise bei den Händlern, hier und da alles auf einmal verschieben. Also nicht alles, aber immerhin mal 10 Stück oder so. So, dann habt ihr gemeint, mit Akrobatik sowas hier runter zu gehen ist gut, da kriegt man keinen Schaden. Sieht aus, als hättet ihr da nicht genug. Ich habe etwas gefunden. Verborgener Ort, aller Ring der Lebenskraft, let's go! Ich sehe schon, es läuft wieder, na? Dranbleiben ist die Devise. Nicht verzweifeln. Verzeiht mir wirklich, gell, wie ich bei sowas reagiere, aber es widerstrebt mir wirklich, in Games so vorzugehen. So dieses, oh, ich lade 100 Mal neu und dann klappt es vielleicht. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ne? Es tut mir auch wirklich leid für euch als Zuschauerschaft. Vielleicht ist das hier und da in Gothic einfach nötig, so vorzugehen. Ich hoffe, wir kommen relativ schnell wieder an den Punkt, ne, dass ich sagen kann, okay, mit dieser Art Spielstil hier bin ich wieder zufrieden. Müssen hier nicht irgendjemanden doof ausplündern oder 10-mal versuchen. Wir grinden jetzt irgendwie unsere 50 Erze zusammen, hoffe ich jetzt mal, oder? Und wie steht's denn gerade zwecks Level up? Wir haben Lernpunkte, ja. Und dann lernen wir Einhand und dann hoffe ich, dass wir damit schon so gut dastehen, dass ich vielleicht gegen mehr Leute irgendwie eine Chance haben kann. Und dann vielleicht gerade nochmal die Frage, soll ich dann wirklich einfach Banditen verprügeln hier drin zum Beispiel? Mir wurde auch gesagt, vielleicht mal die Schatten im alten Lager einfach drauf einschlagen, oder wie? Verrückt. Na, also ich hatte einfach nicht mit sowas gerechnet, dass das der Spielstil ist, der gewissermaßen auch erwartet wird. Zumindest hier in dieser Definitive Edition. Na? Ich will jetzt hier gar nicht sagen, oh, Gothic, blödes Spiel, weil, na, kommt da gar nicht weiter, außer man... Wie sagt man denn da dazu? Gibt's dafür einen richtigen Terminus, wenn man ja halt so Spielstände immer neu lädt und so irgendwie durch die Welt kommt? So, das war doch hier auch mit Dietrich. Jetzt gucken wir mal, oder? Passt mal auf. Da steht noch das LR von vorher. Das hört sich gut an. Hm, abgebrochen. Okay, klasse. Also L. L. Und jetzt aber R, oder? Okay. Okay. Na, wenn das so läuft, haben wir jetzt einen Dietrich geopfert. Aber ist, wie es ist, ne? Will jetzt hier nicht jeden kleinen Dietrich irgendwie, das kann doch nicht sein. So, und jetzt gucken wir mal, dann können wir ja vielleicht bei dem Turm oder beim Cavalorn hinten rein in dieser Höhlengeschichte. Gucken wir mal, ob wir das auch noch hinkriegen, ne? Wenn wir da jetzt allerdings die Dietriche wieder abbrechen, bevor wir da irgendwie massiv etwas einlooten könnten oder so, wäre halt auch wieder blöd. Vor allem, die gehen ja direkt kaputt, wenn man das einmal falsch macht. Und da man es ja nirgendwoher wissen kann oder es auch keine Sache ist, die gewissermaßen Skill erfordert, kann ich hier ja nicht sagen, oh, ich werde einfach besser im Schloss knacken, dann brechen die Dietriche nicht mehr ab. Nee, die Dietriche brechen einfach ab, wenn du einmal einen falschen Move machst. Das ist natürlich schwierig, ne? Ich kann ja vorher schlecht wissen, wie hier eine Truhe behaved, ja? Also welches Muster ich anwenden muss, damit sie aufgeht. Es geht immer um links und rechts, ja? Oben und unten gibt es zum Glück nicht. Das heißt, man hat gewissermaßen immer eine 50-50 Chance bei jedem einzelnen Mal, aber das ist jetzt halt keine gute Chance, sag ich mal. Ich speichere hier jetzt, ne? Und wir testen das mal. Wir fangen mit rechts an, oder? Abgebrochen. Ja, schade, ha?
Fangen wir mit links an. Machen wir jetzt rechts. Oho, stark, okay. Cavalon? Cavalon, nicht hier drin. Bogenmacher? Jo, Kurzbogen, paar Pfeile. Also Dietrich hier öffnen uns einige Möglichkeiten. Das sehe ich. Jetzt wäre nur noch die Frage, wie komme ich an eine vernünftige Menge Dietrich hier ran? Denn jetzt haben wir Stand jetzt wieder einen einzelnen, oder? Mehr ist jetzt nicht mehr. Weiß ich jetzt ja nicht, wie optimal das für uns ist. Nochmal ordentlich alte Münzen. Der Ring der Lebenskraft ist auf jeden Fall auch Gold wert, würde ich sagen, für den Anfang. Schnitzer. Kann ich hier was bauen? Na, das muss man wohl lernen. Ja, dann wird das beim Schnitzer dasselbe sein. Und hier haben wir nochmal eine Truhe, die wahrscheinlich über Dietrich hier läuft, oder? Den Schlüssel. Kein Dietrich oder passender Schlüssel? Dafür brauchen wir einen Schlüssel. Dafür brauche ich den Schlüssel. Okay, und wo ist der Schlüssel? Hätte den Cavalorn? Jetzt gucken wir mal nach oben bei dem Turm. Eieiei, Leute. Ah, es fühlt sich so räudig an, was ich hier gerade mache. Upsasa, uiuiui, oh. Das hat mal schnell die Hälfte meines Lebens gekostet. Ist aber okay, ich war eh auf dem falschen Weg für den Turm. Gehen wir da oben lang und gucken da nochmal nach. War hier noch eine Kiste? Nee. Vielleicht kriege ich den Turm ja noch auf mit meinem letzten Dietrich hier, ne? Ich sag mal so. Ich schätze die Chance gering. Ich meine, ich muss ja direkt richtig liegen jetzt. Machen wir den Turm jetzt auf und sagen, ey, P, behalt diesen einen Dietrich. Wisst ihr, ich überlege gerade. Wie gesagt, dieser Spielstil widerstrebt mir bis ins Blut, ne? Bis in die Innereien. Ich mag das einfach nicht. Ich finde das nicht cool. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn er sagt, hey, das ist hier halt alles so verknappt in der Definitive Edition, mir fällt halt nichts anderes ein, wie wir dann wirklich an Cash rankommen würden, oder? Niemand kauft unser Zeug. Selbst wenn sie es kaufen würden, haben halt viele Händler einfach kein Geld mehr. Was soll ich denn dann großartig tun? Also mir wäre dann einfach langsam so, ich wäre am Ende mit meinem Spanisch, was betrifft hier, yo, hol doch von da Geld, mach doch das. Ja, so viel ist jetzt nicht mehr übrig. Wir haben jetzt noch einen Dietrich. Wir haben zwei alte Münzen, die geben nochmal zwei Cash. Da niemand was kauft, hätten wir dann aber nicht 50 Cash. Ergo könnten wir damit wieder nichts anfangen. Wir könnten natürlich drauf gamblen, dass bei Graham noch irgendwas geht. Aber wenn der halt auch nichts will, dann stehe ich da mit meinen knappen 40 Erz und kann nichts tun. Ach, Leute, ich weiß doch auch nicht. Da drin ist ein Landstreicher, den ich jetzt schon sehe. Na dann, habe ich hier eine Idee. Kann ich hier weg? Kann ich das abbrechen? Kann ich nicht. Dann fangen wir diesmal mit rechts an. Abgebrochen. Okay, man fängt nie mit rechts an, oder? Ist das so? Jetzt muss ich das hier durchziehen. Alter, Leute. Ich weiß ja nicht. Das ist nicht ganz mein Lifestyle. Machen wir nochmal L, oder? Weil es immer L ist. Abgebrochen. Natürlich. Sowas macht mich traurig. Was soll ich euch denn sagen? Sowas macht mich einfach traurig. Abgebrochen. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, gell? Wirklich lyncht mich. Ich versteh's doch. Ich konnte noch nie verstehen, wie man so seine Spiele spielen kann. Aber wie gesagt, ich sehe gerade keine andere Wahl. Noch einer? Moin. Was willst du von mir? Ich werde nirgendwo hingehen. Okay, geht's dir gut? Geht's dir gut? Die Snapper sind da draußen. Kannst du sie riechen? Ich rieche sie. Mm. Und über kurz oder lang werden sie uns erwischen und unsere toten Körper verspeisen. Lass mich mal vorbei. So wie lass vermutlich mich mal vorbei. Cavalon, ha? Lass mich mal vorbei. Lass mich mal... Chill mal. Was geht hier? Auch wieder mit einem Dietrich? Wie soll man denn hier mit drei Dietrichen durchkommen?
Wie stellt sich das Spiel vor? Du hast keine Option zu wissen, was hier abgeht. Der bricht instant ab und wir haben drei Dietriche über den gesamten Verlauf unseres Let's Plays bekommen. Wie soll ich damit bewerkstelligen, beinahe alle Truhen, beziehungsweise alle Truhen, die wir bis jetzt gesehen haben, das sind lässig 10, 20 Stück, oder? Könnte ich doch niemals alle öffnen jetzt. Oh Mann, Leute, wir brauchen dringend Ideen. Niemand kann bitte von mir verlangen, dass ich... Oh, ich kann doch zurück. Mit S einfach zurücktreten. Niemand kann mir von mir verlangen, dass ich so dieses Spiel weiterspielen soll. Ganz ehrlich. Das kann niemand von mir verlangen, aber wir brauchen jetzt 50 Erz. Es ist jetzt, wie es ist. Was soll ich denn tun, Leute? Was soll ich denn tun? Hier, wie sieht's aus? Geht's wie immer mit L los? Oder jetzt nicht, weil ich ja davon ausgehe, dass das so ist. Und deswegen geht's jetzt mit R los. Na, eben. Und dann L? Klar. Und dann nochmal L? Huhuhu, okay. Na, den habe ich ja wenigstens ein bisschen verdient. Da ist aber auch nur Ramsch drin. Okay, spannend. Ja dann, Freundchen, nehme ich hier noch dieses Roheisen mit, wenn's okay ist. Soll ich dem aufs Maul hauen, oder... Weiß ich jetzt ja nicht. Ah, das sind besagte Snapper, ha? Huh? Hat er mich gewittert? Der scheint Bock zu haben, oder? Ja, da mache ich mich lieber aus dem Staub, ey. Auf den habe ich jetzt nicht so viel Lust. Das muss jetzt nicht sein. Es ist gerade schwierig für mich. Es ist gerade echt schwierig für mich. Ich weiß echt nicht... Na, es fühlt sich einfach nicht gut an. Ich bin da doch einfach ehrlich mit euch. Was soll ich denn sagen? Also, na, ich kann verstehen. Na, also, bitte versteht das jetzt nicht als Angriff auf das Spiel oder auf euch. Ich will doch gar nicht sagen, dass das Spiel hier kacke ist oder so. Das liegt mir fern. Ich würde behaupten, ich habe mich durch meine Unwissenheit und auch hier und da, na, Fehleinschätzung, zum Beispiel, dass ich die hier anscheinend easy gepackt hätte, was ich im Übrigen immer noch nicht glaube, auch wenn die scheinbar Level 3 oder 4 sein sollen, die waren zu dritt. Leute, na? Da hauen zwei auf mich ein, während ich einen vielleicht gerade so hier und da abblocke oder treffe und wahrscheinlich die meisten Hits in die Luft haue. Ist jetzt nicht so, als hätte ich großartig Erfahrung, mit mehreren Leuten zu kämpfen in Gothic, na? Und ich denke mal, das mit den Tieren zu vergleichen, macht keinen Sinn. Na, also, schwierig. Aber man muss natürlich sagen, ich bin gerade irgendwo in einer festgefahrenen Situation. Es ist schwierig, Geld zu organisieren, weil niemand Geld hat. Es ist gewissermaßen schwierig, an Geld ranzukommen auf anderem Wege, außer zu klauen, na, oder Truhen zu knacken, weil halt nichts anderes geht. Zumindest habe ich das Gefühl. Ja, und entsprechend bin ich halt gerade einfach in einer festgefahrenen Situation, aus der ich mir einfach anders nicht rauszuhelfen weiß. Und wenn ihr hier und da eure Spiele neu ladet, weil ihr sagt, es lief blöd, wer wäre ich, euch zu sagen, wie ihr eure Spiele spielen sollt? Es ist nur mir persönlich, widerstrebt das immer. Gerade in einem Spiel, das ja offensichtlich dafür geschätzt wird, dass es ein bisschen rau ist, na? Dass hier nicht immer alles easy ist. Fände ich es eigentlich eher cool, wenn ich das Gefühl hätte, okay, so spiele ich das auch. Und wenn mir jemand aufs Maul haut, haut er mir halt aufs Maul und dann nimmt er mir halt meine Waffe und meine Groschen ab. Aber wenn das natürlich bedeutet, dass ich danach dann nie wieder weiterkomme, wenn ich weiterhin meinem ehrlichen Spielstil nachgehen will, dann ist das gewissermaßen keine Option für ein Let's Play. So, jetzt könnten wir hier bei der Arena vorbeigucken und hoffen, dass wir ein bisschen Geld durchs Wetten verdienen, oder? Ein paar Groschen haben wir jetzt, ja. Vielleicht haben wir hier Glück. Wer weiß. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Wir gucken uns das jetzt mal an. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen kurzen Prozessen. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Schauen wir uns die Geschichte hier mal an und gucken, wer da gewinnt. Der Kampf ist noch einmal. Gorhanes 1, Kirgo 0. Na, und jetzt chillen wir hier und schauen uns an, wie die Ratio ist. Ich habe hier schon öfters aus dem Augenwinkel ein 5 zu 0 oder so wahrgenommen. Das heißt, wenn wir wissen, wer hier gut ist und dann auf die Person wetten, dann dürfte das doch eigentlich gut laufen, oder?
Das wird dir noch leid tun. Weiß ich nicht, Kirgo. Haust du dir jetzt was zu trinken rein? Hoffe ich doch, ja. Und jetzt zeig mal. Ist das hier immer eine sehr, sehr einseitige Sache? Also gewinnt hier unser guter Links das immer, Dagor? Oder hast du da auch eine Chance? Haue! 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 Hm. Ich habe schon das Gefühl, dass der Gor besser unterwegs ist, oder? Naja, er scheint ihn schon immer nass zu machen. Du bist tot. Mhm. Wir werden das weiter im Auge behalten, aber jetzt gehe ich erstmal noch zu Graham und schau da mal noch vorbei. Außerdem wurde mir gesagt, ey, bei Fingers kannst du doch jetzt mal noch dafür sorgen, dass der ein gutes Wort für dich einlegt. Das können wir natürlich gerne noch machen, ja. Das habe ich die letzten Male tatsächlich nicht gemacht. Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen? Du würdest nicht zufällig bei Diego ein gutes Wort für mich einlegen. Okay, sind nochmal 100 EP, I see. Du hast was gelernt, was dich wertvoll für uns macht. Mhm. Geschickte Diebe können wir hier im Lager brauchen. Meine Stimme ist dir sicher. Stark, okay, ich verstehe. Das macht natürlich Sinn. Allein wegen den 100 EP. Ja, dann schauen wir mal beim Graham vorbei, oder? Und danach gucken wir uns die Geschichte in der Arena ein bisschen weiter an. Ich glaube, ich gehe jetzt auch allen, einschließlich mir, nur noch auf die Nerven, wenn ich weiter drüber rede. Aber ich finde, diese Episode fühlt sich nicht gut für mich an. Ich will doch auch einfach ehrlich mit euch sein. Ich will jetzt nicht so rumheucheln. Hey, du! Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Du, eigentlich überhaupt keinen Bock. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Mhm. Ja, ist uns jetzt pissig. Das ist aber okay, Graham. Wie sieht's aus? Ich würde gerne eine Karte kaufen. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Mhm, das macht ja Sinn. Er hat 20 Erz, ich glaub's ja nicht. Eine Skizze? Von einer Dame? Na? Wo man sagen muss, dass sie eventuell oder auch nicht gewissen Idealen entspricht, ne, über die ich hier keineswegs urteilen würde. Nimmst du eine alte Münze? Lass mal stecken. Mhm, das dachte ich mir schon. Nimmst du eine Fackel? Lass mal stecken. Natürlich nicht. Ne? Nimmst du Silber? Nein, lass mal stecken. Na, alles klar. Nimmst du Teller? Nein, lass mal stecken. Ork und Fell? Nein, lass mal stecken. Natürlich nicht. Nimmst du ein bisschen Weed? Nein, lass mal stecken. Okay, ich verstehe schon. Wie sieht's mit einem Öl aus? Nein, lass mal stecken. Tränke? Nein, lass mal stecken. Sieh da auch nicht ein. Ungewöhnliche Morad-Gerichte. Nein, lass mal stecken. Sieh da auch nicht ein. Nimmst du Fleisch? Nein, lass mal stecken. Okay, und Kräuter? Nein. Lass mal stecken. Natürlich nicht. Wie steht's denn mit magischen Spruchrollen? Nein, lass mal stecken. Of course. Ne? Waffen? Nein, lass mal stecken. Na, klasse. Ich sehe schon. Wir haben also echt ein Problem. Nein, lass mal stecken. Ja, ich... Oh Mann, Leute. Was mache ich hier nur? Okay, wir kochen jetzt erstmal was, ne? Moin, Pfanne. Hier ein paar Fleische zubereiten, guck mal. So, hier, alles Fleisch braten. 26 rohes Fleisch gebraten, stark. Lass mal das auch wieder bleiben und jetzt gehen wir mal zur Arena und wetten uns da eine goldene Nase im Idealfall, oder? Also, na, an der Stelle nochmal eine ganz klare Bitte von meiner Seite. Wenn es Leute unter euch gibt, die mit der Definitive Edition vertraut sind, ne? Also ich will jetzt hier den anderen nicht ihre Deutungshoheit absprechen gewissermaßen, das liegt mir fern. Ich würde jeden Tipp annehmen. Wenn ihr noch irgendwie sagt, ey, mach mal dies und das, dann musst du nicht so abusive spielen. Ja, dann musst du nicht manche Mechaniken so mies ausnutzen. Dann musst du nicht dreimal vor einer Kiste stehen und speichern, bis du sie aufkriegst. Sondern kannst hier und da einfach so noch ein bisschen Geld verdienen. Ich wäre äußerst dankbar. Ich war wirklich an dem Punkt, wo ich sagen muss, so eine Episode aufzunehmen, da freut man sich nicht drauf.
Ja, er macht den fertig, oder? Kirgo hat da keine Chance gegen ihn. Scatty, wie sieht's aus? Scatty? Ist das alles? Noch einmal und Scatty? Du bist tot. Scatty, darf ich mit dir reden oder nicht so? Wer seid ihr? Ihr seid wohl kaum die, mit denen ich wette, oder? Guy, mit dir habe ich ja auch schon viel geredet. Ja. Ich glaube, Scatty hat gerade nicht so Bock, ha? Huh? Wir könnten jetzt natürlich sagen, okay, wenn er gerade nicht mit uns reden will, dann pennen wir hier schnell und reden morgen früh mit ihm. Vielleicht ist er dann nicht stuck in seiner Bank oder so und alles ist gut. Wenn ich den Schinken da nehme, dann sind alle sauer auf mich, oder? Na, wir knallen uns jetzt einfach ins Bett und schauen mal, wie es ist. Okay. Schlafen wir bis zum nächsten Morgen. Ja, der Gorhanis macht den fertig. Easy. Okay. Ja, ich hoffe, wir können darüber ein bisschen Geld machen und ich würde wirklich gerne jemanden finden, der uns regelmäßig Dietriche verkaufen kann. Na, das wäre schon cool. Ja, er macht den komplett nackig. Scatty, moin. Kann ich bei dir wetten? Ich will wetten. Ich will wetten. Heute tritt Kirgo gegen Gorhanis an. Kirgo ist allerdings noch sehr unerfahren, so dass es sich meistens um einen ziemlich einseitigen Kampf handelt. Haben wir gesehen, ja. 25 Erzaler. Hier hast du meinen Einsatz. Und auf wen willst du setzen? Naja, auf den, der immer gewinnt. Das wird dir noch leid tun. Ich setze auf Gorhanis. Auf Gorhanis? Da geht wohl jemand gerne auf Nummer sicher. Okay, ja. Preisgeld abholen. Du schuldest mir etwas. Hier hast du dein Preisgeld. War ein guter Kampf. Okay, und so kann ich hier jetzt unendlich Geld rausholen, oder wie? Ich will wetten. Heute tritt Kirgo gegen Gorhanis an. Kirgo ist allerdings noch sehr unerfahren, so dass es sich meistens um einen ziemlich einseitigen Kampf handelt. Und jetzt kann ich da 50 reinsetzen. Hier hast du meinen Einsatz. Und auf wen willst du setzen? Du hast nicht genug Erz. Oh. Hab ich noch gar nicht, verzeih. Ich will wetten. Ich will wetten. Heute tritt Kirgo gegen Gorhanis an. Kirgo ist allerdings noch sehr unerfahren. Ah, Leute, was mach ich denn hier? Einseitigen Kampf handelt. Hier hast du meinen Einsatz. Und auf wen willst du setzen? Ja, tu doch nicht so. Kirgo gewinnt doch nie. Ich setze auf Gorhanis. Auf Gorhanis? Da geht wohl jemand gerne auf Nummer sicher. Naja. Du schuldest mir etwas. Hier hast du dein Preisgeld. War ein guter Kampf. Okay. Ich will wetten. Heute tritt Kirgo gegen Gorhanis an. Kirgo ist allerdings noch sehr unerfahren. Ja. Sodass es sich meistens um einen ziemlich einseitigen Kampf handelt. Und wenn ich jetzt 50 reinsetze, ändert sich nichts, außer dass ich immer mehr Geld raushole, oder wie? Ich setze auf Gorhanis. Auf Gorhanis? Da geht wohl jemand gerne auf Nummer sicher. Du schuldest mir etwas. Hier hast du dein Preisgeld. War ein guter Kampf. Leute, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Mach endlich Platz, Mann! Okay. Nichts davon fühlt sich rechtens an. Diese ganze Episode. Ich werde ihr den wohligen Namen geben, die verfluchte Episode. Ich hoffe, ihr seid da cool damit. Ich will es nur nochmal zusammengefasst haben. Ne? Ich will hier dem Spiel nicht auf den Schlips treten. Ich will der Mod auch irgendwo nicht auf den Schlips treten. Ich hätte bestimmt hier und da Sachen schlauer spielen können. Ne? Retrospektiv, wenn man das alles schon kennt und sagt, okay, ja, P, hier hättest du XY. Na klar, ist immer leicht gesagt. Aber, ne? Ich würde schon behaupten, hätte ich jetzt hier nicht gewisse Spielmechaniken oder Ladevorteile ausgenutzt, hätte ich einfach nicht gewusst, wie ich hier noch irgendetwas reißen soll. Na? So. Ich hoffe, es bleibt bei diesem einen Mal. Ich glaube, ich finde es gerade auch persönlich schlimmer als wahrscheinlich alle von euch. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass einige ehrliche heute unter euch sind, die sagen, ey, ich kann verstehen, P, warum du nicht so Bock hast, das so zu spielen. Ja, aber, und ich kann auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, ist ja mies scheiße, was du hier gerade abziehst. Nehme ich alles an.
muss ich mir jetzt wohl auf meinen Deckel schreiben. Es fühlt sich jetzt gerade auch nicht sonderlich so an, als hätte ich hier irgendwas von dem, was wir jetzt gerade da abgeholt haben, verdient. Wisst ihr, wie ich meine? Ist das jetzt in der Arena ernsthaft einfach, yo, du wettest auf den, der immer gewinnt und holst dann da unendlich Geld raus, wenn du willst? Ich meine, ich hätte es jetzt noch zweimal machen können, hier noch einmal bei 50, dann noch einmal bei 100. Klar, so würden wir natürlich Geld rausholen und könnten uns eine goldene Nase verdienen. Will ich das? Ich weiß nicht. Ich fand schon das mit den Dietrichen grenzwertig. Ich fand schon grenzwertig, dass wir neu geladen haben, weil uns unser letztes Erz und unsere Waffe abgenommen wurde. Wisst ihr, wie ich meine? Es muss doch noch eine Möglichkeit geben, Dinge zu regeln, Personen zu finden, Leuten zu helfen, Quests zu erledigen, bei denen ich einfach auf ehrliche Art und Weise das Spiel so spiele, wie es auch intendiert ist. Ne? Das wäre mir eigentlich ganz recht. Naja, vielleicht schaffen wir es ja, wenn wir jetzt Einhand einmal leveln, diese Blutfliegen im Sumpf wegzumachen. Das wäre super cool. Und hoffentlich auch nicht irgendwie, indem wir das 20 Mal versuchen, sondern einfach, weil wir uns jetzt Einhand kaufen und damit eine Chance haben. Na? Wäre mir am liebsten. Ansonsten würde ich auch davon erstmal absehen, aber ja, ist halt schwierig. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir noch viel mehr machen können. Natürlich, na, solche Sachen, versteht es nicht falsch, habe ich nicht vergessen. Ich könnte hier mal noch lang schauen. Allerdings geht's da nach oben. Schwierig befestigter Weg. Können wir nachher auf jeden Fall mal testen. Jetzt holen wir uns hier erstmal unser hart und alles andere als ehrlich ergrindetes Einhändchen ab. Habe ich dafür überhaupt genug Cash? Hat das 100 gekostet oder 50? Da was zu boosten. Naja, wir werden es gleich sehen. Und ganz ohne Witz, ich würde ungern, wenn es jetzt 100 kostet, danach nochmal in die Arena und mir durch diese Methode das restliche Geld verdienen. Ich würde dann schon irgendwie gucken, dass wir jetzt noch irgendwie den Rest zumindest auf ehrliche Art verdienen. Ich finde sowas nun mal schade. Oh Mann, was eine schwierige Folge, Leute. Das ist ganz unangenehm für mich. Ich kann es echt nicht oft genug betonen. Naja, was wir zumindest auf ehrliche Art und Weise gefunden hätten, so oder so, ist auch bis jetzt mit das Einzige, was sich hier richtig gut angefühlt hat, ist dieser Ring der Lebenskraft. Na, 10 HP mehr zu haben, das fühlt sich sehr gut an. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn da? Sehe ich das irgendwo? Gesundheit 88 statt 78 in dem Fall. Das ist mehr als ein Zehntel mehr Gesundheit, das wir da jetzt haben. Das ist auf jeden Fall stark. Ne? Also, muss ich sagen, das wird sich definitiv noch für uns auszahlen, hoffe ich mal. Hier, Cord, wie sieht's aus? Ich würde gerne ein bisschen Einhand lernen. Ne? Hier zum Beispiel, hätte ich da letztes Mal Einhand gelernt, weil ich halt nicht gedacht hätte, yo, ich benutze ja Einhand später nicht mehr oder will das nicht mehr benutzen. Hätte ich gewusst, dass man erst so spät Zugang zu Zweihandwaffen bekommt, na, dann hätte ich das vielleicht gemacht. Bring mir bei, wie man kämpft. Natürlich. Vielleicht wären wir dann hier und da besser weitergekommen. Das ist immer schwierig zu sagen. Hier Einhandwaffen, guck mal. Ja, plus 5. Für 5, ja, dann machen wir direkt zweimal auf Einhand, oder? Steigere Kampf mit Einhandwaffen. Sollen wir es jetzt nochmal machen? Ich bin mir doch so unschlüssig, Leute. Ich belasse es jetzt erstmal dabei. Ich will da eigentlich nicht so viel reinbuttern. So, und was kann ich jetzt Neues? Bin ich jetzt einfach stärker? Gibt's neue Moves? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich baue jetzt mit dieser Episode echt gewissermaßen auch auf die Kanalmitgliedschaften. Lasst gerne alle Tipps da, die ihr irgendwie habt. Bin ich ehrlich mit euch. Würdet ihr nochmal in Einhand reinbuttern? Würdet ihr sagen, nee, komm, wenn du später echt Zweihand und Crossbow gehen willst, dann lass das mit Einhand jetzt lieber.
hau lieber in Stärke rein oder so, könnten wir jetzt ja auch nochmal machen. Wir haben noch 5 Lernpunkte, wir hätten genug Taler gerade, um nochmal 5 Stärke abzuholen. Dann hätten wir entspannte 22 Stärke und könnten damit, glaube ich, hier so einen Knüppel oder so, na, benötigt 23, aber hier 21 bei 90er Reichweite und 23 Schaden statt 19 Schaden. Ja. Wäre ein kleines Upgrade. Vielleicht könnte man so die Blutfliegen schaffen. Sowas in der Art. Jetzt habe ich gerade nicht mehr genau auf dem Schirm, wie lange der erste Part dieser verrückten Episode gedauert hat. Ich würde hier mal Schluss machen. Dann glaube ich, belasse ich es für heute dabei. Lad das direkt hoch und bau drauf, dass ihr ganz emsig direkt reinguckt und mir sagt, AP, räudigste Episode ever, aber hier mal ein paar Tipps. Ne? Also ich würde wirklich behaupten, dass mit Verschlag mal ein paar Leute, habe ich nicht das Gefühl, dass das schon so gut klappt. Also ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie viel Unterschied das jetzt macht, den ersten Punkt in Einhand drin zu haben, beziehungsweise die ersten 5 Punkte hier. Ne? Was sind wir da jetzt? Ja, halt bei 10% Anfänger. Soll ich da auf 15 und bin dann Fortgeschrittener oder Amateur oder na, irgendwas Besseres als Anfänger oder wie sieht's da aus? Weiß ich ja nicht. Naja, wie dem auch sei, Leute. Ich wünsche euch was. Bitte seht's mir nach. Es hat sich nicht gut für mich angefühlt. Wirklich nicht. Ich hoffe, durch mein Gothic-Wissen, das ich in 1 weiter anhäufe, muss ich sowas zumindest in den späteren Games und um da weiteren Kommentaren in diese Richtung vielleicht mal vorzubeugen, definitiv werde ich Gothic 2 Die Nacht des Raben und Gothic 3 spielen. Da habe ich sehr, sehr Bock drauf. Und ich hoffe, ich bin bis dahin so tief in das, in die Welt Gothics eingetaucht, dass ich nicht mehr auf solche unlauteren Mittel zurückgreifen muss. Wenn wir jemanden besiegen, weil wir das auf Anhieb schaffen und einfach überlegen sind, bin ich immer dabei. Wenn es darauf hinausläuft, dass wir das 5-6 Mal neu laden, um das zu schaffen, tue ich mir einfach ein bisschen schwer, ne? Muss ich euch ehrlich sagen. Zum Glück habe ich nicht die schwierige Schwierigkeitsstufe gewählt. Ich glaube, sonst sähe es hier ganz schlecht aus. Und mit diesen Worten will ich euch jetzt gar nicht weiter belästigen. Ich wünsche euch was, lasst Liebe da, auf dass die nächste Episode wieder ehrbar wird. Macht's gut. Ey, was geht hier ab? Das Katana ist schon scharf und der Arm ist ab. Du kannst hier unten abonnieren, das ist elegant. Ganz elegant. Du kannst hier unten abonnieren.